ASV Tagesupdate. Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Am Donnerstag absolvierte der Hamburger SV auf der Rückreise aus dem Trainingslager in Österreich ein letztes Testspiel gegen Aris Limassol aus Zypern. Nach 90 Minuten trennten sich die Teams torlos. Der HSV startete gut ins Spiel und erarbeitete sich einige gefährliche Abschlüsse. Limassol fand hingegen gegen die gut organisierte Defensive des HSV weniger Chancen, hatte aber die größte Möglichkeit der ersten Hälfte, als der Pfosten für die Rothosen retten musste. Nach der Pause neutralisierten sich beide Teams weitgehend und ließen defensiv wenig zu. HSV-Keeper Heuer Fernandes musste nur einmal eingreifen, während Ludovic Reis auf der anderen Seite zu zwei Abschlüssen kam, die jedoch nicht zu einem Tor führten. Laut Informationen der Bild wird sich an der Torhüterhierarchie beim HSV in der kommenden Saison wahrscheinlich nichts ändern. Ist Matteo Raab fit, wird er im Tor stehen. Trotz der Konkurrenz durch Heuer Fernandes genießt Raab das Vertrauen des Trainerteams und bleibt die Nummer eins. Darüber hinaus haben sich Schonlau und Muheim als feste Bestandteile des Teams etabliert und Hatzika Dunic hat ebenfalls gute Karten, sich im Kader zu behaupten. Besonders hervorzuheben ist El Fadli, der im Training einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hat. Weniger erfreulich ist die Nachricht, dass Torjäger Robert Glatzel gegen den ersten FC Köln nicht zur Verfügung stehen wird. Sein Ausfall stellt die Mannschaft vor zusätzliche Herausforderungen im ersten Spiel der neuen Zweitligasaison. Der HSV ist bei der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison auf einem guten Weg. Wie der Sportvorstand der Rothosen, Klaus Costa, gegenüber dem Abendblatt bestätigte, steht Silvan Hefti als Kandidat für die Rechtsverteidigerposition hoch im Kurs. Grundsätzlich ist die Spur nicht so falsch. Hefti ist einer der Kandidaten, über den wir diskutieren, sagte Costa. Mit dem Spieler sei man sich grundsätzlich bereits einig, doch nun gilt es, auch eine Einigung mit dem abgebenden Verein zu erzielen. Die Verhandlungen laufen, und es bleibt abzuwarten, ob sich die Parteien zeitnah auf einen Transfer einigen können. Benno Schmitz, der über einen längeren Zeitraum als Kandidat für den Hamburger SV gehandelt wurde, hat einen neuen Verein gefunden. Der 28-jährige Verteidiger wechselt zu den Grasshoppers Zürich. Damit endet die Spekulation um einen möglichen Transfer zum HSV. Wie einige Medien berichten, wurde gestern Maxwell Giamfi, Abwehrspieler des VfL Osnabrück, in Hamburg gesichtet. Ob es sich bei seinem Besuch um Verhandlungen mit dem HSV, dem FC St. Pauli, oder um ein privates Anliegen handelt, ist derzeit nicht bekannt. Der 23-jährige Innenverteidiger hat sich in der vergangenen Saison als zuverlässiger Verteidiger in Osnabrück etabliert und könnte für beide Hamburger Clubs eine Verstärkung darstellen. Fans und Experten spekulieren nun, ob der Defensivspezialist möglicherweise in der Hansestadt einen neuen Schritt in seiner Karriere plant. Weitere Informationen könnten in den kommenden Tagen folgen, das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.